die müssen natürlich wertstabil sein, weil sonst funktioniert natürlich die ganze Weltwirtschaft nicht. Also wenn die am laufenden Band so aussehen würden, dann hättest du ja überhaupt keine Planungssicherheit, irgendwas zu machen. Nicht mal, würde ich mir heute nicht mal ein Brot schmieren, weil ich nicht wüsste, ob ich mir morgen noch Brot leisten kann. Und dann würde ich mein Brot horten und in einem Safe dann irgendwie unterbringen. Und dann fangen wir jetzt erstmal an, indem wir uns den ersten davon angucken, nämlich den iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF. Und das Erste, was man natürlich macht, ist, wenn man sich so ein Ding anguckt, oder das Erste, was ich mache, komm gerne dazu, wenn du sagst, du hast eine andere wertvolle Vorgehensweise rund um so einen Blick da, ein Bild darauf für zu bekommen. Ist das Erste, was ich mache, ist erstmal gucke ich, was ist da überhaupt drin. Und das mache ich, indem ich halt quasi jetzt hier, und das kann ich jetzt dazu sagen, weil also ich benutze extra ETF und Just ETF, das sind halt, wo ich die Zahlen, ich habe nur ganz frech rauskopiert, nur dass ihr wisst, wo es herkommt. Und dann habe ich hier in diesem Fall bei extra ETF mal nachgeguckt, was ist da drin. Und dann quasi dieser iShares ETF, der ist halt quasi zu 100% in etwas, was sich TRS Bloomberg Commodity TR US Dollar nennt. Und dann guckt man natürlich halt weiter und das ist halt quasi der sogenannte BCOM, also der Bloomberg Commodities Index. Und da auf der rechten Seite seht ihr jetzt mal, was ist da überhaupt drin in diesem Index und mit welcher Gewichtung. Das ist übrigens aus Wikipedia, das habe ich auch als Quelle, wie ein guter Student verwendet. Und das sind alles Prozentwerte, auch wenn es nicht dahinter steht. Ja, und wenn du jetzt dir das so anguckst, was ist dein erster Eindruck von dem Bloomberg Commodities Index? Also das erste, also ist natürlich das iShares Produkt ist halt ein Swap, ne, und deshalb sind da keine Werte drin, sondern ist da bloß ein Index drin. So, und was du bekommst bei einem Swap ETF oder bei einem entsprechend synthetischen ETF ist, du kriegst die Wertentwicklung halt in dem Papier drin, aber du hältst nicht das, was du glaubst vielleicht, was außen drauf steht. Du hältst keine Commodities in der Form. Und das ist ja jetzt, wenn man sich den Index genauer anschaut, auch anscheinend hier der Fall. Der ist natürlich gegliedert jetzt in verschiedene Kategorien und der erste größte Block, oh Wunder, ist halt Energie, ne? Und das ist halt Öl und Gas und Diesel in dem Falle irgendwie halt auch. Und das sind in Summe 30%. Damit hast du definitiv irgendwie Energiesachen, was für mich aber auch nur heißt, du hängst am Gezucke von diesen Energiewerten. Ne, der Ölpreis macht ja permanent irgendwie lustige Rallyes mit dem negativen Energiepreis. Also für das WTI-Öl, das hatte ich erst einmal irgendwie erlebt gehabt. Das war, glaube ich, auch 2020 gewesen. Und ansonsten haben wir das Ding jetzt vor ein paar Tagen, noch gar nicht so lange her, bei $130 auch gesehen. Das heißt, da ist extreme Schwankungen drin. Also hat von Stabilität, hat so ein Energiepreis, Öl und Gas definitiv schon mal erstmal nichts zu tun. Dann kommen wir tatsächlich hier an Agrarrohstoffe. Ne, mit Getreide, was irgendwie ein eigener Block hier bildet. Und das ist halt 22,6%, was so klassisch ist, Weizen, Soja und Ähnliches. Das ist definitiv diese, was du unter Consumer Staples auch sagst, das wird immer gebraucht. Das ist definitiv so, dass die Welternährung da dranhängt. Das ist immer eine moralische Frage, ob man mit Dingen irgendwie spekulieren will, wo in Afrika die Leute verhungern könnten. Aber das ist natürlich irgendwie ein immens großer Block. Den würde ich tatsächlich auch als stabilisierend ansehen, wenn das nicht alles klimabedingt auch anfällig wäre, wie denn die Ernten ausfallen. Ja, da kann es natürlich der Ukraine-Konflikt und die ausbleibenden Weizenlieferungen nach Afrika, die damit vielleicht demnächst einhergehen, ist das eine. Aber klimatechnisch hätte ich da Bedenken, dass in einem schlechten Jahr halt auch entsprechend weniger ist. Wobei das natürlich gut, weil geht der Preis hoch. Naja.
Nächster Block, Industriemetalle. Damit hängst du natürlich an dem Wohl und Weh der Wirtschaft, weil das Zeug wird nicht irgendwo hingelegt, sondern tatsächlich verarbeitet. Macht mit fast 16% auch einen ordentlichen Anteil an. Und dann kommen erst die Edelmetalle, was man ja manchmal halt denkt, das wäre es doch irgendwie. Ich will doch Sicherheit haben, ich will doch irgendwie den Goldbarren im Keller haben. Und da ist halt Gold und Silber genau das Zeug. Das ist das, was ich da drin auch erwartet hätte in der Form. Aber gerade mal 19% hätte ich jetzt tendenziell gedacht, dass das natürlich irgendwie mehr wäre. Aber ist jetzt auch nicht so mein Metier. So, die letzten beiden Positionen sind ja nochmal Agrarrohstoffe, Zucker, Baumwolle, Kaffee. Auch alles irgendwie wichtig, aber gerade mal 7%. Und Vieh ist anscheinend auch nochmal eine besondere Form der Agrarrohstoffe. Mir gefällt hier sehr gut, dass es mageres Schwein ist. Ich weiß nicht, wo ich jetzt in fette Schweine investieren müsste, damit ich schön Bacon bekommen kann. Aber es zeigt mir hier, wenn ich das Getreide und die Agrar und Vieh und sowas zusammennehme, habe ich halt auch einen sehr, sehr ordentlichen Anteil. Das dürften über 35% sein, was irgendwie Agrar ist. Und damit sind wir irgendwie fast in so einer groben Drittelsache. Ein Drittel Energie, ein Drittel Metalle und ein Drittel Agrar. Und das ist das Paket, was man da kauft. Inwiefern das jetzt eine Wertentwicklung verspricht, das wäre für mich jetzt schwierig. Also insofern, ich investiere ja grundsätzlich in etwas, weil ich glaube, dass der Wert sich steigern wird mit der Zeit. Und das sehe ich hier nicht. Das kann man als werterhaltend sicherlich ansehen. Und insofern ist das auch eine Anlageklasse, die man in verschiedenen Marktphasen einfach mal dazwischen schieben kann. Aber für Langfrist wäre es das nicht. Aber das ist generell meine Kritik an der Frage. Wir wissen überhaupt nichts über den Anlagehorizont, der da irgendwie investiert sein soll. Weil warum will ich jetzt nicht in Aktien investiert sein, noch nicht mal im MSCI World? Da frage ich mich natürlich wirklich, was ist denn da los? Ja, also ich denke, es scheint ja ein Workaround sein. Also es geht ja, also wer sagt ja immer, es soll seriös sein und es soll risikoarm, also zumindest wirken. Und dann muss man, und das als quasi bei dieser Liste, ist halt quasi, also was man immer dazu sagen muss, also das ist alles Zock. Ne? Und ich meine, also das ist halt auch alles, ne, wie ich schon gesagt habe, das sind alles Kursbedingungen. Das ist genau die Kritik, die alle immer an meinem Gold äußern, ist, das zahlt halt keine Dividende. Also halt quasi alles, was du da siehst, das lebt halt einfach von der Preisentwicklung. Und jetzt kann man natürlich sagen so, ja, aber jetzt gerade, und du siehst doch das Öl, ja, aber das Öl, das gab es immer. In der Geschichte am laufenden Band steigt der Ölpreis nur, um danach wieder zu fallen. Also allem Anschein nach, und dann, die haben ja noch gar nicht angefangen, da irgendwie uns die kompletten Polarkappen niederzuschweißen, um dann nur noch mehr Öl zu finden. Also die werden schon Öl finden, wenn sie welches brauchen. Und das ist natürlich immer, plus der Araber könnte jederzeit auch einfach irgendwie den Hahn nochmal aufdrehen, mehr fördern. Also das ist alles sehr temporär. Und deshalb, also hier, also was ich sagen würde, ist, wenn man sagt, ich will in Rohstoffe investiert sein, das ist auf jeden Fall super diversifiziert. Also ich glaube, alles, was Rohstoff ist, ist hier in diesem Bloomberg Commodities Index, und dadurch, dass man den halt abbildet, kriegt man mal einen fairen Korb an Rohstoffen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, also jetzt, nachdem wir gesagt, also schon mal festhalten können, also es ist ein gut diversifizierter Rohstoff-ETF. Ist natürlich jetzt die 100-Millionen-Euro-Frage ist, also ist das clever jetzt zu sagen, ich mache lieber das, statt jetzt unseren vorhin angesprochenen MSCI All Countries World. Und dann habe ich jetzt hier einfach mal die beiden gegeneinander laufen lassen. Also ihr seht das auch schon, da hat extra ETF via Wasserzeichen, dass ich es nicht stehlen kann, sich nochmal in der Mitte verewigt, aber wo man sowas dann machen kann. Und da seht ihr jetzt hier, also der Benchmark Aktienwelt, das ist halt wie bei extra ETF so ein ACWI halt abgebildet wird. Und ihr seht jetzt im Verlauf von 2017 bis 2022, also ungefähr, und das ist halt wieder das Beispiel von davor, das ist natürlich halt die Welt. Was? 5 Jahre, ne? 5 Jahre, genau. Aber das halt, ne, also die Weltwirtschaft und natürlich die Nachfrage nach Rohstoffen, das geht in der Regel mit einer gewissen Hund- und Härchen-Thematik halt Hand in Hand. Also wenn viel nachgefragt wird, muss viel gebaut werden, das braucht viel Rohstoffe, und dann zieht der eine Preis den anderen mit nach oben.
Und dann sieht man jetzt hier, also die Weltaktien performen eigentlich konsequent besser. Und jetzt gerade, also ab Januar 2022, zieht das jetzt natürlich gen und endlich an. Das ist natürlich, wenn ich jetzt ein findiger Verkäufer wäre, der halt irgendwo in einer Bank sitzt, dann würde ich dir jetzt erstmal einen Anlagehorizont von genau 3 Monaten zeigen und dir sagen, hey, guck mal hier, also in Rohstoffe zu investieren, guck mal, die Aktien gehen runter, die Rohstoffe gehen rauf, das ist doch ein bombensicheres Ding. Aber, und das ist halt quasi, wieso es halt immer wichtig ist, sich das halt quasi in der langen Perspektive anzugucken, und da sieht man, natürlich gibt es jetzt eine Situation, wo man sagen würde, gut, wenn es jetzt um den Zeitraum der letzten 5 Monate geht, ist das vielleicht natürlich das cleverere Investment gewesen. Aber auf den Gesamtzeitstrahl, und das sind halt sofort wieder die Dividendenzahlungen, die dir halt so eine Aktie mit auf deinen Weg gibt. Also egal, was auf der Welt passiert, irgendwer schüttet irgendwo einen Gewinn aus. Das tun die Rohstoffe natürlich nicht. Da bist du komplett auf dieses Szenario ab Januar 2022 angewiesen, dass ich halt einfach so eine, oder eigentlich, lass mal ganz ehrlich, ab Mai 20, wenn du da eingestiegen wärst, dann würdest du allein durch die Kurssteigerung erstmal einen guten Lauf haben. Und jetzt hat der Strelo, das habt ihr gerade nicht gesehen, er hat mir mit der Hand so eine 5 in die Kamera gehalten, um nochmal darauf hinzuweisen, dass der Zeitstrahl, das sind 5 Jahre. Und was er damit andeuten möchte, ist, ja, also jetzt reiß dich aber mal zusammen. Du kannst doch jetzt nicht wirklich in irgendeiner Form eine solide Analyse basierend auf 5 Jahren Anlagehorizont machen. Und was der Strelo aber nicht weiß, ist, dass ich selbstverständlich nicht wie so ein Amateur daherkomme, ohne gut darauf vorbereitet zu sein. Und deshalb habe ich uns das Ganze jetzt auch nochmal auf einen längeren Zeitraum gezogen. Nämlich, ich habe nämlich, also den ETF selber, der ist halt Auflagedatum, deshalb geht das hier nur bis 2017 runter. Und das ist der Zeitraum, den ich für diesen ETF bekommen könnte. Aber für den Bloomberg Commodities Index, da kannst du natürlich halt sehr viel längere Zeitstrahlen, die Strahlen dir angucken. Und Herr Strehler, wenn Sie das sehen, was ist Ihre erste, was möchten Sie in die Kamera schreien? Ja, da brauche ich ja gar nicht schreien. Das ist ja die Frage, welche der beiden Linien würde man denn bevorzugen? Ne? Dass man irgendwie eine Dekade lang bei plus minus null rauskommt oder dass man 200% im Plus liegt? So. Und was fällt dir auch ganz rechts am Rand, was fällt dir da noch auf? Dass der Anstieg, also die untere, die blauere Linie ist der Commodity-Index, dass man den ja fast kaum sieht. Das ist ja extrem steil jetzt irgendwie, dass das Ding 60% gemacht hat innerhalb von ein paar Monaten. Aber das ist auf lange Sicht hier an der Stelle, ist das ja nur ein leichtes Zucken. Ja, wenn wir hier nochmal gucken. Oh, wow, nehmen Sie Rakete. Mal bitte all mein Geld, schnell. Und ne, und das ist also, wieso diese langen Zeiträume halt manchmal einfach wirklich wichtig sind, also wirklich einfach rauszuzoomen und zu gucken, vor allem auch wenn der Anlagehorizont jetzt nicht nur 5 Minuten ist, sondern man halt wirklich sagt, ich will mir hier irgendwas aufbauen für die nächsten 10, 20 Jahre, ruhig einmal rauszoomen und so einen Blick nochmal zu werfen. Und da sieht man eigentlich relativ gut, dass also diese Rohstoffe als solches eine gewisse Wertstabilität, und das ist auch wichtig zu verstehen. Die müssen natürlich wertstabil sein, weil sonst funktioniert natürlich die ganze Weltwirtschaft nicht. Also wenn die am laufenden Band so aussehen würden, dann hättest du ja überhaupt keine Planungssicherheit, irgendwas zu machen. Nicht mal, würde ich mir heute nicht mal ein Brot schmieren, weil ich nicht wüsste, ob ich mir morgen noch Brot leisten kann. Und dann würde ich mein Brot horten und in einem Safe dann irgendwie unterbringen. Und deswegen, und das sieht man halt, also diese Wertstabilität bei Rohstoffen, ist das nicht ein Nullsummenspiel, aber nicht von der Idee her, also die Inflation abgebildet in mageren Schweinen. Ja. Okay, dann, bitte als Tastenspruch auf den Zettel schreiben. Die Inflation abgebildet in mageren Schweinen. Danke fürs Protokoll. Ja, ist hoffentlich notiert. Ja, und dann aber, also dass man hier nur einfach sieht, also wenn es halt wirklich darum geht, also man möchte Vermögen mehren, sollte man sich halt schon nochmal überlegen, also was ist jetzt der Vorteil, Wertpapiere, die neue Werte generieren, über sowas wie Dividenden und halt quasi Dinge, die... Dinge des täglichen Gebrauchs, nennen wir sie mal, um jetzt nicht die mageren Schweine zu überstrapazieren. Und dann habe ich jetzt hier nochmal einmal mitgebracht, weil es ging ja also primär auch um diese Frage mit dem Risiko. Und da habe ich die beiden jetzt dann auch nochmal einmal gegenübergestellt.
Ne, also das ist jetzt hier wieder Just ETF, also quasi der Risikovergleich von so einem MSCI World gegen so ein Commodities ETF, weil die, wenn man sagt, ich will eine Aktie nicht, weil die sind mir zu riskant und deshalb gehe ich stattdessen in die Commodities, könnte man hier jetzt halt nochmal so einen Blick werfen. Also da rechts habe ich nur nochmal da das Rendite-Risiko. Also grundsätzlich könnte man das, bei Nullzins ist das mehr oder minder auch der Sharpe-Ratio, den du da berechnen kannst, weil du musst ja quasi keinen risikolosen Zins als Abziehbar aber keiner haben. Ne, aber wenn du halt 100% Rendite machst bei 50% Maximum Drawdown, also bei 50% Risiko, dann kommt da eine 2 raus nach Adam Riese und halt quasi je höher die Zahl, desto mehr Risiko kannst du bei geringer Rendite machen. Und dann spiel das zu Ende, 100 auf 100, du kriegst 100 Rendite auf 100 Risiko, ist dann quasi eine 1 Rendite-Risiko oder 1 Sharpe-Ratio, nennst wie du möchtest in unserem dramatisch simplifizierten Beispiel und 50 auf 100, also wenn es halt unter 1 rutscht, dann bekommst du halt für überproportional hohes Risiko und nicht ganz so super Rendite, um die Zahlen da unten zu verstehen. So, und mit Blick auf diese Zahlen, während ich jetzt so wunderbar die Smileys erklärt habe, Herr Strelo, was würden Sie sagen, also jetzt aus Risikogesichtspunkten, immer noch Rohstoffe oder vielleicht doch wieder tendieren Sie zurück zur Aktie? Also ich tendiere immer zur Aktie, von daher ist das eigentlich gar keine Frage für mich. Also man sieht es. Wichtig, und diese Zahlen unter Betrachtung der vorletzten Folge und dem Templeton Gross und was war nochmal dieser andere, der so heillos. Der DWS Top-Dividende. Ja, mit den Drawdowns von 50%. Ja. Nee, ja, also logisch. Ich bin bei dem MSCI World. Ne, also von der Idee muss man sagen, also klar, die Volatilität, also wie sehr schwankt der, ist natürlich jetzt. Also in einem 3-Jahres-Zeitraum könnte man sagen, da haben die Rohstoffe jetzt nicht so hart geschwankt. Ein 5-Jahres-Zeitraum gibt es hier eigentlich. Ne? Und dann halt also der Rendite-Risiko, da können wir jetzt natürlich sagen, ja, aber hier bei einem Jahr, das ist ja total Wahnsinn, das ist eine 2 und aufwärts. Das ist natürlich jetzt genau dieser Ultra-Zeitraum, den wir uns da angeguckt haben. Also Lieferengpässe überall, Krieg in der Ukraine und das schlägt sich natürlich als temporärer Effekt sofort in so einer Kennzahl auch nieder. Aber die Frage, kann ich das in die Zukunft fortschreiben? Und die Antwort wäre hier. Und dann kann man sich ja halt nochmal überlegen, ob man jetzt halt irgendwie von da aus in die Zukunft planen möchte. Wäre ich ein findiger Bankberater, würde ich das tun. Aber weil wir ja eine seriöse Sendung sind, zeigen wir ja nochmal diesen Graph dazu und stellen die 2,262 nochmal in Frage. Also von der Idee, also man kann jetzt nicht dramatisch viel Risiko rausnehmen, vor allem auch wirklich schwer vergleichbar in dieser Möglichkeit, das überhaupt miteinander zu vergleichen. Aber wenn man sagt, also es geht mir primär ums Risiko, was ich halt mindern möchte, indem ich jetzt halt in Rohstoffe gezielt statt in Aktien gehe, also da würde ich jetzt keine validen Zahlen aus dieser Aufstellung jetzt rausnehmen können, wo ich sagen würde, das hedgt mich gegen was auch immer. Nee, nur stabilisierend, nicht wachsend. So. Gut, willst du noch irgendwas loswerden jetzt im Generellen zu Rohstoffe als allgemein? Nö.